Hallo YouTube, ich habe mal wieder ein Video für euch und ja, das nach sehr, sehr langer Zeit. Mein letztes Video liegt schon Wochen, wenn nicht Monate weit zurück und das liegt einfach daran, dass ich viel zu wenig Zeit für YouTube hatte, beziehungsweise um Videos zu machen. Und ja, ich konnte mich wenig halt, ziemlich wenig mit Produkten beschäftigen und mich halt den Produkten oder Videos widmen und euch halt dann auch Videos liefern. Und ja, wie gesagt, einfach viel zu wenig Zeit. Aber ja. Ich habe jetzt endlich wieder die Zeit gefunden, ein Video für euch zu machen. Und zwar gibt es heute ein Review bzw. einen Test von einem Eistee. Und zwar den Lipton Brisk. Ich habe schon mal, für die, die es wissen, ein Brisk Eistee Review gemacht. Den Apple Twist findet ihr unten in meinen Videos oder kann ich euch nochmal in die Beschreibung unten verlinken. Aber ja, heute habe ich wieder einen Brisk für euch aus dem Hause Lipton. Und zwar den Brisk Dragon Fruit. Ist die rote Dose, fällt ins Auge. Es gibt momentan drei auf dem Markt. Die grüne, also Apple Twist, war die relativ neue. Dann gibt es Dragon Fruit und dann noch Fruit Punch, die hellblaue, ja, blau-hellblaue Dose. Ja, aber kommen wir zu diesem, zu dem Brisk Dragon Fruit. Ja, zur Dose, die ist halt, wie gesagt, Grundton ist hier rot überwiegend. Dann haben wir hier das oben vorne drauf das Brisk-Logo und das Lipton Ice Tea-Logo. Hier unten haben wir in rot, auf rotem Untergrund Dragon Fruit stehen und das haben wir dann, wie gesagt, zweimal. Also einmal hier und einmal hier. Und man sieht hier halt so ein Cut dazwischen, ist halt auf der Seite aufgedruckt. Unten drunter haben wir dann so eine Art, ja, Artwork. Ja, von einem Artisten, also wie man hier sieht, eine Art Totenkopf oder was auch immer das sein soll. Sterne, Würfel, Herzchen, Kreisel, Striche, was weiß ich was, X, Schuhe, Pfeile, eine Art. Ja, hier, wie gesagt, Gusseln, es ist eine Explosion, da kommen halt viele Sachen raus. Ist halt relativ gut gemacht und ist auf jeder Dose ist halt auch wieder was anderes drauf von einem anderen Artisten, welches auch sehr cool gemacht ist. Es geht hier einmal rundum, nicht wie beim Apple Twist war es anders. Es war so zweimal aufgedruckt, wie das Logo hier halt, wie ich es erklärt habe gerade, dass einmal hier was war und einmal hier, also es geht durchgehend das Logo. Und ja, sieht wirklich sehr cool aus. Ich zeige es jetzt noch einmal. Es geht halt nicht komplett rundum. Hier ist halt dann sind die ganzen Inhaltsstoffe, aber sonst geht es überwiegend um fast um die ganze Dose. Dann haben wir hier den Artisten natürlich. Der Artist ist McFall Studio, also ist nicht von einem bestimmten, sondern ist aus einem Studio von einem, ja, was weiß ich, bei einem anderen war es eine bestimmte Person. Hier ist es halt McFall Studio und hier ist seine Unterschrift. Und hier unter haben wir das Facebook-Logo Lipton Ice Tea Brisk. Und ja, das wäre es eigentlich größtenteils zur Frontseite gewesen. Wie gesagt, das Logo zweimal und darunter das Artwork wieder. App Brisk-typisch aufgedruckt auf die Dose. Ja, wenn wir dann auf die Rückseite gehen, haben wir die Inhaltsstoffe bzw. Erklärt, was halt das für eine Geschmacksrichtung ist. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Süßstoffe, ohne Farbstoffe, laut Gesetz. Eistee-Getränk mit erfrischendem Drachenfruchtgeschmack, wie es ja der Name schon verraten hat. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und bald konsumieren. Eine leichte Trübung kommt vom verwendeten Tee, Zutaten, Wasser, Zucker, Säurungsmittel, Zitronensäure, Schwarzteeextrakt, Aromen, Früchteteeextrakt, Hibiskus, Hirnwirbel, Orangen, Zitronenschale, Hagebutte, dann Säureregulator, Trinatriumcitrat, Antioxidationsmittel, Mittel, Ascorbinsäure, mindestens halb bis vier Boden. Hier haben wir die Tabelle. Könnt ihr euch mal angucken oder Pause drücken, wie ihr wollt. Lipton ist ein Unilever Brand, used under license, 500 Milliliter. Hier haben wir noch stehen PepsiCo Deutschland GmbH, 63 zu 63 Neu-Isenburg. Infos und Kontakt www.lipton.de. Barcode und Pfandzeichen. Ja, und das wäre es eigentlich größtenteils gewesen. Hier haben wir nochmal pro Dose, wie viel Kalorien. Ja, und das wäre es eigentlich überwiegend gewesen. So sind überwiegend fast alle Dosen aufgebaut, wie gesagt. Logo, also Brisk-Logo und Artwork. Ja, oben haben wir dann silbernes Top und silbernes Tab und unten ist ganz normal Silber. Ja, jetzt kommen wir aber zum, denke ich mal, wichtigeren oder interessanteren Part, zum Geschmack und der Farbe. Aber ich glaube, farblich, ja, mal gucken. Ich mache das mal auf. So. Riech mal erstmal in der Dose. Ich habe jetzt so an sich selber Drachenfrucht noch nie wirklich probiert, aber es riecht, nehme ich mal an,
Schon nach Drachen, wo man riecht halt. Ja, wenn ihr es kennt, Arizona, kennt ihr sicherlich. Und es riecht auch, wenn man ihn schon mal getrunken hat, weiß man auch, wie Arizona halt riecht. Oder wenn man zumindest mal dran gerochen hat, aber man riecht so oder so, wenn man die Dose aufmacht. Und so riecht dieser Eistee auch. Also im leichten Grundton hat man diesen Arizona, den Standard Arizona mit Honig und so weiter, diesen in der türkisen Dose oder ja, türkis-grüne Dose. Diesen Standardgeruch hat man auch noch leicht mit dabei. Jetzt nicht krass, aber ziemlich leicht. Ja, dann schenken wir mal einen ins Glas. Ja, farblich trübes Gelb, orange-gelb, so apfelsaftmäßig. Nichts Besonderes jetzt. Ja, man hat so leicht diesen ja, Arizona-Geschmack, um es jetzt Geruch, um es am besten darzustellen, weil ich kann es jetzt nicht wirklich. Ja, es riecht halt nach Drachenwurz, kann ich sagen. Ich habe halt noch nie wirklich eine probiert, von daher kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber so geht in Richtung vom Geruch Arizona. Gut, dann probieren wir mal aus der Dose. Prost. Ja, er hat halt wie gesagt keine Kohlensäure. Es gibt ja von Lipton gibt es auch diesen Sparkling Excellent Kohlensäure. Aber wie gesagt, er hat halt keine Kohlensäure und geschmacklich schmeckt er schwächer als er riecht. Er hat so einen leicht bitteren Geschmack. Also er ist nicht so süß wie andere, wie zum Beispiel der Apple Twist oder der ja, Fruit Punch, den ich auch schon probiert hatte. Also der in der hellblauen Dose. Also er ist. Hat einen leicht bitteren Geschmack, ist jetzt auch, um es mal jetzt auch noch vorwegzunehmen, ist jetzt von den drei Sorten, die es von Brisk gibt, jetzt nicht wirklich mein Favorit. Also dann würde ich eher Fruit Punch oder Apple Twist nehmen, also die grüne Dose. Also geschmacklich erfrischt da auf jeden Fall. Man schmeckt halt, wie gesagt, man schmeckt schon die Geschmacksrichtung, in die er gehen soll. Ansonsten hat man auch, wie gesagt, auch beim Geschmack den leichten, also beim Geruch, weil dieser Arizona-Geruch dabei und beim Geschmack hat man jetzt auch noch diesen leichten, ich will nicht sagen Honig, aber Arizona-Geschmack, der schwingt da auch noch mit. Aber ansonsten, ja, ich sag jetzt mal blind getippt, es schmeckt schon leicht nach Drachenfutter, obwohl ich es noch nie probiert habe. Aber ich denke mal schon, dass es die Geschmacksrichtung relativ gut trifft. Es ist leicht bitter, ist nicht so süß. Aber ja, er hat einen feinen Geschmack, ist nicht zu krass und auch nicht zu wenig. Auch recht mild, angenehm. Beim Apple Twist war es ja etwas anders, falls ihr das Video gesehen habt, dass der, ja, wie beim Apfel, man halt in den Apfel reinbeißt, das hat man, hat es schon ein bisschen, ich will nicht aggressiver, aber ein bisschen krasser als jetzt hier. Der ist hier relativ mild im Geschmack. Klar, der Apple Twist war jetzt auch nicht krasser, aber der ist jetzt schon relativ mild, auch im Abgang. Man hat noch leicht diesen, ich probiere nochmal, Moment. Ja, es bleibt leicht am Gaumen oder am Gaumen hängen. Und ja, ansonsten ist er, ja, ist ein guter Eistee, schmeckt sehr gut. Kann ich auch empfehlen. Wie gesagt, mein Favorit ist es jetzt nicht. Keine Ahnung, wie viel die Dose kostet, 90 Cent, keine Ahnung, irgendwas fast circa 1 Euro mit Pfand. Kann man ja mal probieren. Gibt es, keine Ahnung, Rewe, Real und so weiter, findet ihr den sicherlich. Ja. Auch für Leute, für Sammler unter euch, was weiß ich. Die Artworks, ich finde die Dosen halt relativ cool gemacht mit den Artworks drauf und so weiter. Und ja, ist ein guter Eistee. Ich gebe vom Dosendesign her, keine Ahnung, würde ich sagen, von 10, ja, ist schon so, ja, 7, 7, weil es halt ein bisschen blöd ist mit dem Ding, weil wenn die Dose komplett rundum wäre, wäre es schon was richtig Cooles, aber ja, 7 von 10. Geschmacklich, ja. 6 von 10. Also mein Favorit ist es jetzt nicht, aber man kann ihn ja mal probieren. Ja, das wäre es auch größtenteils wieder zu meinem Video gewesen. Zu meinem Brisk Dragon Fruit aus dem Hause Lipton. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wir können auch kommentieren, vielleicht was ich als nächstes reviewen soll an Getränken oder sonstigem. Ansonsten findet ihr mich noch auf Facebook und Instagram und Twitter. Die Links dazu sind alle unten in der Beschreibung. Ich verlinke euch auch nochmal das Video zu meinem anderen Brisk Apple Twist Review, falls euch das interessiert. Ansonsten könnt ihr es auch suchen, mir egal. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.